Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu einer nagelneuen Ausgabe von Spielzeug für Geeks. Und heute soll es um diese Kiste gehen. Viel Spaß! Und zwar, was ist in dieser Kiste drin? Ja, das möchte ich euch gerne zeigen. Und zwar. Und zwar das hier, ein 9-Bot-1i, ein Monocycle oder ein Einrad elektrisch. Und ja, schauen wir uns mal an, was in der Verpackung drin ist. Das Einrad selber. Dann haben wir den Stromanschluss, den Stecker fürs Gerät selber und der Stecker für die Steckdose und hier noch einmal für Englisch oder Amerikanisch sowie etwas Polsterung, die man wahrscheinlich am Anfang brauchen wird. Dann haben wir noch eine kleine Bedienungsanleitung und das war es auch schon. Schauen wir uns das Gefährt selber auch mal noch an. Jawohl, so sieht es aus. Recht stylisch, recht schwer. Also wir haben, glaube ich, so um die 13 Kilo. Und ja, wie sich das Ding fährt oder was man damit alles machen kann, das möchte ich euch dann im nächsten Video zeigen. Also bleibt dran. Also, ihr seht schon, es ist gar nicht so einfach für den Anfang, obwohl ich eigentlich schon sehr viel Inline-Skates fahre, Eishockey oder Schlittschuh fahre. Das Gleichgewicht halten auf dem Ding ist gar nicht so einfach. Ich habe mir gedacht, im Moment übe ich erstmal auf dem Rasen. Wenn er umfällt, macht sich gleich Kratzer. Wenn es ein paar grüne Striemen gibt, kann man die gleich wieder abwischen. Ja, ansonsten, wer gleich auf Asphalt oder auf der Straße übt, der sollte diese Schützer, diese Bumper auf jeden Fall dran machen. Ich übe noch ein bisschen. So, für den Anfang natürlich sehr gewöhnungsbedürftig. Ihr seht schon etwas grün, aber Rasen macht man einfach ab, dann ist er wieder sauber. Also, das Ding, hoffe ich, macht dann richtig Spaß, wenn man es kann. Es gibt ja zig Videos, wo zeigen, dass die Leute das können, dass es funktioniert. Ich werde da wohl noch ein paar Tage üben müssen.
Zu dem Rad selber. Ich habe es jetzt recht günstig bekommen. Ein bisschen rumprobieren, ein bisschen rumschreiben. So viele Händler in Deutschland gibt es da nicht. Was ich da gefunden habe, ist elektrosport.de. Und auf Facebook gibt es da noch ein Einradwerkstatt. Das waren da so die zwei, wo ich gefunden hatte. Einfach mal die Leute anschreiben. Vielleicht haben die auch welche zum Testen, das weiß ich nicht. Ja, gebt mir mal einen Daumen hoch, wenn ihr das Ding geil findet. Ich mache dann in den Tagen nochmal ein Video, wie das mit der App funktioniert. Und vielleicht auch, wie ich es dann schon etwas besser fahren kann. Jawohl, bis zum nächsten Mal. Ciao. Also das Fahren klappt jetzt schon ein wenig. Es ist noch ein bisschen wackelig, aber es wird immer besser. Wo ich noch Probleme habe, ist beim Auf- und beim Absteigen.